uns, ist das eine Frage des Gewissens oder ist das eigentlich oder sollte es Standard sein? Biohof oder Massentierhaltung? Man muss sich da halt dann doch häufig entscheiden. Leider, immer wieder, bei Fastfood vor allem, da zählt nur der Preis, ne? Bratwurst, Döner, Co. Da geht es darum, dass es günstig ist und auf die artgerechte Haltung der Tiere wird überhaupt nicht geachtet. Für eine Brat- oder Currywurst einen Euro mehr, dafür aber mit gutem Gewissen? Wer ist bereit? Da darf ich die Neuankömmlinge hier auf eine Kleinigkeit hinweisen, dass wir heute auch mal Biowurst haben. Wäre zwar mit einem Euro Aufpreis verbunden, aber vielleicht interessiert es Sie ja. Das wollen wir heute an dieser beliebten Imbissbude in Bonn testen. Normal verkauft Imbissbudenbesitzer Thomas mit Sohn Jan hier nur eine Sorte von Wurst, die vom ortsansässigen Metzger. Für uns aber heute angeblich auch eine Biowurst. Wir drehen versteckt. Also zu der normalen Wurst haben wir jetzt auch eine Bio-Wurst. Ich weiß nicht, ob das was für Sie wäre. Und tatsächlich, alle Hungrigen sind bis hierhin erstmal bereit, einen Euro mehr zu bezahlen für die Bio-Wurst, die es gar nicht gibt. Schmeckt die denn genauso? Schwer zu sagen mit der Currysoße, aber besseres Gefühl, wenn es ökologisch ist. In der Hoffnung, dass es irgendwie besser schmeckt und wenn es eine nachhaltige Haltung ist, dann warum nicht? Ich finde das schon in Ordnung. Einmal die Herstellungsart und vom gesundheitlichen Aspekt auch. Und dann kommen diese beiden Herren. Neu, 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 neu. Eine Bio-Wurst, was Gesundes. Ist sie denn noch so lecker wie die andere? Ja, auf jeden Fall. Dann probiere ich die aus als XL. Aber nicht normal. Ja. Der ökologische Fußabdruck, gerade von den Fleischprodukten, ist so hoch, dass wir auch alle ein bisschen umdenken müssen. Also ich esse also seit 40 Jahren normales Fleisch. Also warum muss ich jetzt Ecofleisch essen? Was sagen Sie dazu? Er hat seine Meinung, ich habe meine Meinung. Und ich bin auch bereit, dafür natürlich ein bisschen mehr auszugeben. Aber wie viel mehr würden die Leute ausgeben? Wir bitten Thomas, den Aufpreis für die Öko-Wurst auf 3 Euro zu erhöhen. Also anstatt 2,80 Euro kostet die Currywurst jetzt 5,80 Euro. Gehen die Kunden da immer noch mit? Lege ich nicht so viel Wert drauf auf Bio. Ich glaube eh, dass da viel geschummelt wird. Zweimal Currywurst mit Pommes, normal gekommen. 1 Euro hätten wir noch drüber, aber 3 Euro finde ich also dann etwas happig. Die Herren, wir haben heute auch Bio-Wurst. Das ist der klassische. Der Aufwand spielt eine Rolle, deswegen ist sie auch so teuer, aber 3 Euro ist zu viel. Darf ich vielleicht kurz vorher noch darauf aufmerksam machen, dass wir heute auch Bio-Wurst haben? Nee, können Sie gerne machen. Also Fazit? Fazit, wenn die günstiger wäre und würde besser schmecken und es würde nicht Bio dran stehen, würde ich sie als normale Currywurst essen. Ich liebe Currywürstchen, nur viel zu selten frage ich, wie viele andere auch, woher das Fleisch eigentlich kommt. Natürlich, Massentierhaltung ist kein Aushängeschild und es geht natürlich auf Kosten der Tiere, aber auch der Umwelt und der eigenen Gesundheit. Weniger ist da mehr und wenn ich dann noch darauf achte, woher das Fleisch kommt, umso besser. Dann tue ich mir einen Gefallen und der Schöpfung, die uns von Gott anvertraut wird. Als Einzige ist diese Frau heute bereit, 3 Euro mehr für eine Currywurst zu bezahlen. Also das aus einer Bio, aus einer... Sie haben gesehen, jetzt etwas teurer. Ja. 1 Euro Aufpreis für die Bio-Wurst haben heute viele gerne bezahlt. Diese Frau sogar 3 Euro mehr. Fazit, für bessere Tierhaltung sind viele durchaus bereit, mehr Geld auszugeben. Und weil Felix heute erneut sein Glück bei Tinder versuchen will, bekommt er jetzt eine typgerechte Rundum-Erneuerung.